heute mal ein Let's Play mit Ghost Recon Online. Und was ist hier los? Wieso hänge ich jetzt hier? Schon meine ersten Bug gefunden. Und hier geht's gleich zur Sache. Also ich habe absolut keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Stimmen wir mal hier nach vorne. Also so wie in Eroberungsmodus, wie im Battlefield. Schön nachladen. Oh! Der hat mir ganz schön Energie gekostet. Ich denke mal, hier werde ich jetzt nicht weiter agieren. Der regeneriert sich natürlich selber, aber das dauert eine Weile. Hier sind echt die Sniper doch im Vorteil. Und nicht so wie ich hier in Sturm seid. Also ist jetzt wie im Battlefield. Ah, hier ist da jemand. Wie im Battlefield, wo man hier diese Flakenpunkte erobern muss. Ja, komm, beweg dich. Oh, da ist noch einer. Ich jetzt echt hier. Ich habe jetzt absolut keinen Plan, ich weiß auch nicht mal, was für eine Map das hier ist. Ja! Uiuiuiui. Also es. Oh, was war ich jetzt? Komm ich dabei? Was ist, wenn ich jetzt keine Munition habe? Kriege ich jetzt irgendeine Munition? Oder. Kein Plan. Wir warten es ab. Außerdem ist meine Energie sowieso hier schon sehr niedrig. Also drei Klassen gibt es hier. Ich habe den Sniper gesehen, irgendwie so ein Unterstützer mit einem schweren Umgeben, dann halt so hier Sturmsoldat. Ich denke jetzt, den hier jetzt vorgeht. Also ist hier doch sehr taktisch angeordnet. Ich werde mal hier rübersteigen und die nächste Stellung beziehen. Ich habe hier so ein komisches Schild. Ich hatte mal zwei Runden vorher gemacht, aber irgendwie bin ich nur die Fresse geflogen. So, was kann ich hier machen? Kann ich irgendwas einsammeln? Oh, da ist jeder. Also hier ist man wirklich nach 1-2 Treffern, ist man doch schon tot und die Waffe. Weg hier. Ich weiß gar nicht, wie der Schild. Granaten muss man sich, glaube ich, immer wieder kaufen. Da sehe ich so eine. Man kann hier, denke ich mal, auf die Leute ausräubern. Und da war ich zu naiv. Assassin's Creed. Gut, alles klar. Gut, ist ja auch von Ubisoft, dann dürfen sie auch ein bisschen Werbung machen. So, jetzt muss ich noch warten. Ich habe hier paar Teile, die ich aussuchen darf. Ja, ich denke mal, die Waffe ist trotzdem angemessener. So, man sieht jetzt hier immer so ein Pfeil. Ich denke mal, dass man in der Gruppe immer so ein bisschen zusammen ist. Pistole. Scheiße.
gefühlt, als wir das Spiel, als wir mal das erste Mal jetzt so richtig spielen. Oh, was ein MP5, Junge. Ja, gut. Also meine Rüstung hier, da habe ich auch, glaube ich, irgendwas schon aufgerüstet. Ja, man kann Helme und irgendwelche Zusatz-Items sich zulegen. Handgranaten habe ich jetzt nicht mehr. Oh, Leertaste, das geht natürlich jetzt weiter. Oh. Das ist natürlich tricky. Gucken wir mal. Sieht aus wie ein russischer LKW. Also wird es wohl in Russland irgendwo spielen. Jo, wenn wir das hier sehen. Naja. Das könnten mir die Russen sagen, was da steht. Prince of Persia. Sehr schlechtes Spiel. Ja. Schulausbildung war gratis. Eure war umsonst. Ja, was ist denn jetzt hier? Wenn wir hier oben jetzt gleich mal hier reingehen, da sind schon drei meiner anderen Kollegen. Ich werde mal hier in Stellung gehen. Ist natürlich gegenüber vom Battlefield, wäre das doch ein wenig anders. Oh, da habe ich schon gesehen. Also Gegner, die gesehen werden, werden rot markiert. So wie in allen Spielen meistens. Ja. Warum treffe ich den? Ja, doch. Der da eigentlich. Und. Ja, hier. Gut. Ah, der hat mehr 35% abgezogen. Ich sehe nichts. Also mir kommt die Grafik so ein bisschen vor wie so ein bisschen MP5 so ein bisschen Call of Duty mäßig vor. Ja, tut mir leid, aber es ist nun mal so, ne? Ein bisschen Call of Duty mäßig sieht schon aus. Dann gehen wir mal eine weitere Runde hier. Was ist denn hier? Ich habe jetzt irgendwo hier einen Schuss hier oben gehört. Ist hier ein Sniper von mir? Ich will jetzt eh langsam rein. Aber hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Rup, bup, bup. Keine Granaten, ey. Das ist scheiße. Ich hab die alle mit. Erstes Spiel. Das hat sich nicht gut angefühlt. Also ich war noch in der Deckung und irgendwie hat er es nicht ganz auf die Reihe bekommen. Aus der Deckung zu gehen und hat mir einfach die Wand davor gesetzt. Sei es drum, es ist sowieso erstmal nur die Beta. Oh, Alter, ich bin so scheiße. Warum gehe ich denn ins Visier? Sunny, Sunny, wiederbelebt mich. Ich denke mal, sowas wird es hier nicht geben.
weiter. Wir versuchen hier schon ein bisschen durchzusprinten. Aber wirklich, ich hoffe, da gibt es dann irgendwann noch was mit Waffen. Zusatz. Wenn ich hier unten schieße, kriege ich den auch dort. Coole Sache. So, ein Schadensmodell wird es natürlich nicht geben. Gucken wir mal hier, ob wir hier einen Kopftreffer haben. Oh, alles klar. Was das Schild hier zu bedeuten hat, kein Plan. Ich gehe jetzt einfach. Der hat hier irgendwas rumzulegen. Warte mal, weil ich das. Ah. So hin, der Typ. Ist hier noch irgendwas? Ey, die Zeit läuft. Nein, dann werde ich mal was ausprobieren. Der sollte eigentlich das Schild nehmen. Verdammt nochmal. Gut, das war jetzt die erste Runde. Wir haben gesiegt. Was habe ich denn überhaupt eliminiert? 7 Tode, 7 eliminiert, 2 Vorlagen. Gut, für das erste Mal würde ich sagen, war es nicht schlecht. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Bis bald, sagt der Maximus. Tschüss.